Ja, ich grüße dich zum gestrigen Video. Noch ein kleines Statement noch ab. Ich finde es generell in Ordnung, dass die Menschen entscheiden dürfen, wie sie bezahlen. Aber man hätte eigentlich adäquater und lösungsorientierter denken müssen. Und ja, Fehler passieren halt, da kann man auch nichts dazu machen oder sagen. Aber sie sollten nicht zum Dauerproblem werden. Vielleicht sollte man ein paar Bankangestellte beim Spar oder Biller oder wie auch immer anstellen, damit sie sofort parat sind, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Weil durch das Verständigen geht ja auch eine wertvolle Zeit verloren. Und das sollte wirklich nicht der Fall der Fälle sein. Ein anderer Vorschlag, den man vielleicht eventuell noch machen kann: Gehe heute einkaufen, bezahle später, wäre auch eine Möglichkeit. Oder ich weiß nicht, wie in anderen Ländern. Da gibt's ja auch eine Lösung, aber da wären die Mitarbeiter arbeitslos dann. Hab nämlich mal eine Reportage gesehen. Ich glaube, das hat sogar Amazon gemacht. Die haben ihren eigenen Shop. Da scannt man seine Ware selber ein und dann wird's vom Konto abgebucht. Das wäre eigentlich auch noch eine adäquate Lösung, aber in Österreich wird das nicht so umsetzbar sein. Außer man macht einen 24-Stunden-Shop beim Spar auf. Aber das wird, glaube ich, nicht Realität werden. Aber nur zur wichtigen Realität. Ich liebe mein Bargeld und ich liebe auch die Kartenzahlung. Ich möchte halt nur nicht, weil andere Hersteller nicht in der Lage sind, sofort zu kommen, meine Freiheit einschränken. Ich bestehe heute noch auf die Freiheit, ob ich lieber Cash bezahle oder mit Karte. Ich möchte halt nicht in Gefangenheit leben, nur weil Bankhersteller nicht in der Lage sind oder ist, sofort aufzutauchen. Und Bargeld und Kartenzahlung ist das Grund und Gut. Und ich möchte ja niemandem die Schuld dafür geben, dass es nicht funktioniert. Ich möchte halt nur nicht, dass unsere Freiheit gefährdet wird. Und ja, wenn Geräte nicht funktionieren, dann müsste man Geräte erstellen, die eigentlich gar keine Probleme machen. Und neu starten wäre auch mal eine Lösung, aber darauf kommt ja niemand. Also das von gestern, ich habe mich so gefühlt, als ob man jetzt über andere entscheidet, wie sie zu zahlen haben, aber der Filiale trifft keine Schuld, sondern dem auch der Bankomat gehört, nämlich der Bank, weil so fühlt man sich eher wie einer, der gefangen worden wäre unter Motto: Tut mir leid, deine Karte nehmen wir nicht, wir nehmen nur Cash. Und ich möchte im Jahr 2024 haben, dass so gearbeitet wird, dass man nicht den Zahlungsverkehr behindert, weil Bargeld und Bankomat ist das freie Recht und Gut. Klar verstehe ich, dass man lieber gerne Bargeld in der Kasse haben will, aber Karte schneller, effektiv und weniger zeitaufwendig, als wie wenn du jetzt
Münzen und Scheine suchen würdest. Und ja, ich möchte nicht haben, so wie die ÖVP es gerne haben will, dass man Bargeld abschafft und nur noch Kartenzahlung. Ich möchte, dass beides existiert. Und gestern hat beim Spar nur eines existiert, nämlich das Bargeld. Und die Kartenzahlung war out of the stay. Und auch wenn jetzt der Spar sagt, dass es ihnen leid tut, dass ich das so empfinde, ja, ich möchte halt nur nicht, dass die Freiheit des Geldes genommen wird. Und die Servicemenschen, wenn man sie anruft, die sollen gleich einen schicken und nicht paar Tage später, weil paar Tage später ist es ja auch schon zu spät. Und wie gesagt, der Konzern Spar könnte sich's ruhig leisten, ein paar Bankangestellte dort anzustellen, damit sofort wer parat ist und nicht über die Hotline, ja, wir brauchen euch, es geht die Zahlung nicht. Sofort ist das Motto und nicht ein paar Tage später. Fertig.